Hallo Welt! Da werden wir doch schon wieder angegriffen! Das ist gediegen. Wie ist der denn darauf gekommen? Ja, das finde ich merkwürdig. Übers Wasser, über den Fluss. Da kommen wir ja kaum durch das Wasser. Ist der denn immer noch da? Nimmst du die nicht? Warum nicht? Willst du sterben? Ja, jetzt, die sollst du nicht nehmen. Ich will wissen, wie der jetzt hier raufgekommen ist. Ach, der ist darüber? Ja, die verbessern sich auch scheinbar. Der kann nur über den Stamm geklettert sein. Da gibt es übrigens Pilze drauf. Der kann nur über den Stamm geklettert sein und dann hierher gekommen sein. Der war aber schnell wieder weg. Aber weggekommen ist er doch mit Sicherheit nicht mehr. Ah. Tolle Wurst. Ja, wir gehen sowieso zu dem Baum, wo alle unsere Karpok-Fasern liegen. Das war ja heute unsere Aufgabe, das wollten wir ja machen. Aber wo war denn das? Nur verdorrte Äste auf einmal hier. Was heißt auf einmal? Ja, aber vorher war doch hier irgendwo... Sah das nicht ganz anders aus hier? Ach, war das so weit? Sind wir durch zwei Flüsse geschwommen? Nein. Das war doch hier. Moment. Ach echt, so weit? Nein, das kann doch nicht sein. Wir haben das wieder vergessen.
wo die ganzen Sachen sind. Geh doch mal weiter, mach doch. Moment. Da ist das? Das sah doch... Ja, das sah anders aus. Das hat sich über Nacht jetzt alles verändert. Oh, ich meine, das müsste... Wir sind über den Wasserfall. Das müsste da drüben sein. Hier ist das gar nicht. Aber vielleicht finden wir ja hier auch so eine Wurzel. Faser. Ich habe schon wieder das Gefühl, das bringt hier gar nichts mit unserer Jack. Aha. Ja. Und hören? Ah, wir sind zu weit oben. Da noch mal raufgehen für eine. Besser als nichts. Ja, okay, ich sehe es ein. Wir müssen zurück. Zu unserem Camp. Wir sind viel zu müde. Da drüben ist es doch schon. Das würde mehr Spaß machen, wenn wir dafür wieder Dopamin oder neuronale Energie bekommen würden. Aber Dopamin ist ja eigentlich ein Neurotransmitter, oder? Das ist doch neuronale Energie. Na, neuronale Energie, ja, Glutamat und so, also sowas wie Zucker und so, kann auch was, meine ich. Uns wird ja wohl kein Vogel aus dem Wasser fischen wollen, oder?
Den müssen wir irgendwann erwischen, wenn wir hier bleiben wollen. Aber ich glaube, das wäre schon kein falscher Ort für einen Evolutionssprung auch. Sieht irgendwie so übersichtlich aus, teilweise. Tja, ganz schön wenig neuronale Energie haben wir da. Reicht noch nicht. Na, dann schlafen wir eine Runde. Sag bloß, hier regnet's durch. So. Vielleicht können wir ja jetzt schon das hier auswählen. Wir müssen alles hierher tragen, das ist doch nicht so ein guter Ort. Ich möchte mich nicht nochmal verlaufen. Müssen wir denn darauf?
Oder ist das vielleicht schon da vorne? Wir haben doch auch Pferde in der Nähe. Warum haben wir eigentlich uns diesen Platz hier ausgesucht? Der ist doch viel gefährlicher. Weil es hier nicht so laut ist, glaube ich, zum Schlafen. Keine Fische hier. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass keine Fische hier sind. Wer weiß, die würden uns vielleicht auch noch fressen wollen. Haben wir die da runtergeworfen schon? Die sind doch jetzt ganz nass. Ich glaube, es hatte was mit der Trockenheit da zu tun an dem Platz. Das ist ganz schön weit weg. Da haben wir schon Kokosnüsse runtergewedelt von der Palme. Mann, Mann, Mann. Ja, die liegen schon unten. Oh.
Nahrung. Nahrung. Da sind Früchte. Also hier der Platz wäre tausendmal besser als der andere. Vielleicht sogar auf dieser Insel, aber wieso haben wir denn nicht die Möglichkeit, noch nicht ein Dach zu bauen? Ist hier vorne ein Unterschlupf? Oh, wer gewinnt? Säbelzahntiger oder Panther? Er hat ihn nur verscheucht. Ja, aber der blutet jetzt auch und kann sich keine Kapok-Fasern draufschmieren. Die bluten beide. Oh oh, kommt er zurück? Dies ist ja scheinbar keine Gefahrenquelle. Warum haben wir denn eigentlich noch nie so einen Bienenstock mal untersucht? Wo würde ich das machen? Ich würde rennen. Ich würde nicht mehr anhalten, wenn ich so ein Ding sehen würde. Spitzenstock. Also doch, die haben so ein dickes Fell, haben die auch nicht, ja. Ich verstehe.
Ja, da sind wir richtig endlich. Da unten liegen sie alle. Vielleicht sind hier oben schon wieder neue gewachsen. Nein, sieht nicht danach aus. Aber vielleicht können wir doch unser Bett irgendwie hierher schaffen. Also in diesen Dschungeloasen, da hatten wir alles, fast alles an einer Stelle. Ich weiß gar nicht, warum sind wir da denn abgehauen? Da hätten wir doch locker so ein paar Jahre bleiben können. Ganz selten, dass wir hier noch neuronale Energie bekommen. Jetzt ja. Jetzt nicht. Das sind wohl doch immer die neuen Sachen, die man so entdeckt. Das wird schwer, hier weiterzukommen. Oh nein, alles ist so fremdartig hier. Was machen wir hier nur? Wir riechen. Wir hören, aber wir hören nichts. Echt nicht viel zu schnuppern hier. Oh.
Nichts Gefährliches hier. Das war gut jetzt. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell klappt. Neues Gebiet entdeckt. Das war aber jetzt haarscharf, oder? Ich meine, die Dopaminanzeige gerade, die ist ganz schön schnell runtergegangen. Darauf kommen wir aber nicht mehr. Gut, und wir gucken noch einmal, ob wir hier jetzt etwas haben. Zum Ausbilden erreichen wir das? Nein, aber wir können es schon mal festigen. Unsere Sinne. Oder erreichen wir es auch? Ah, das wird knapp. Nein, das erreichen wir nicht. Aber vielleicht in der nächsten Folge. Das hier sind Sinne, also Neuron ist angeregt, Bedrohungsschemotopie. Ist die Verbindung hergestellt, wird die automatische Erkennung aller bedrohlichen Gerüche der gleichen Spezies möglich. Sehr schön. Ja gut, liebe Welt da draußen, dann schlafen wir hier noch. Wir wissen ja, was uns am nächsten Morgen erwartet. Wir schlafen und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.